Einen Tag vor dem meteorologischen Frühlingsanfang läuft der Winter noch einmal kräftig zur Höchstform auf. Tief Hartmut lässt den Nordosten weiter frieren. Bei minus 13 Grad haben am Mittwoch nun auch die ersten Wasserleitungen in Rostock schlapp gemacht. Im Stadtteil Teutenwinkel brach eine Haupttrinkwasserleitung und sorgte für eine vollkommen geflutete Straße. Gemeldet wurde der Polizei der Einsatz gegen 9.45 Uhr. Offenbar wegen des strengen Frostes im Boden brachen mehrere Wasserrohre an der Teutenwinkler Allee, Ecke Olaf-Palme-Straße. Die Wassermassen liefen die Allee hinunter und sammelten sich in einer Senke. Selbst als das Wasser noch aus der Bruchstelle sprudelte, setzten einige Autofahrer unvermittelt ihre Fahrt fort. Kurios, sogar ein Fahrschullehrer gab seiner Schülerin die Anweisung, durch die mit Wasser gefüllte Senke zu fahren. Nur um Haaresbreite soff das Fahrzeug nicht ab. Kurz darauf veranlassten Polizei und Feuerwehr eine Vollsperrung der Teutenwinkler Allee. Gut sichtbar für jeden wurde mit rot-weißem Band die Fahrbahn abgesperrt. Mitarbeiter von Eurawasser und dem Tiefbauamt sind nun mit der Schadensbeseitigung beschäftigt. Solange bleibt die Teutenwinkler Allee für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Auswirkungen hat der Bruch auch auf mehrere Haushalte in Teutenwinkel, die derzeit ohne Wasser sind.